Lieben, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten Laber-Video im Jahr 2020. Mit voller Kraft voraus starten wir in das neue Jahr, denn ich habe wirklich jetzt endlich mal wieder viel vor. Ich möchte YouTube reaktivieren, möchte viel mehr Videos machen und ich glaube, dass gerade in diesem Jahr es wirklich einiges zu berichten gibt. Ihr könnt ein bisschen gespannt sein. Wir haben natürlich so ein bisschen auch Planung, wie es mit dem Q weitergehen soll und. Ich möchte jetzt aber gar nicht so viel verraten, denn manchmal gehen halt Pläne eben nicht auf und es kommt doch irgendwie ganz anders als gedacht. Wir beginnen heute aber erstmal mit einem anderen Thema und zwar ein Ruby-Video, denn Ruby ist Ende November umgezogen. Tatsächlich ist es so, dass ich auch am Umzugstag und so einige Videos aufgenommen habe, extra für euch, es aber zeitlich und motorisch nicht hinbekommen habe, großartig das Video zu schneiden, denn meine Hand hat doch ein bisschen mehr Probleme gemacht als gedacht. Also wir sind momentan bei einem Status, dass ich das zu 90% meiner Bewegungen wieder habe, aber es war eine Zeit lang einfach sehr anstrengend, alles mit einer Hand zu machen. Dadurch ist das so ein bisschen bei mir nach hinten gerutscht, aber das möchte ich jetzt heute nachholen. Ich habe dennoch an dem Tag auch nicht alles irgendwie gefilmt und filmen können und ja, vielleicht auch irgendwo filmen wollen, weil ich doch so ein bisschen einfach auch so Rubis Reaktionen und so beobachtet habe und werde deshalb auch so ein bisschen, ja wie jetzt, ein Laber-Video draus machen und euch ein bisschen etwas dazu erzählen. Kommen wir also erstmal zum ersten Punkt. Warum ist Ruby eigentlich umgezogen? Die häufigst gestellte Frage im Jahr 2019 war definitiv, warum hast du nicht beide Pferde in einem Stall stehen? Ja, das war auch immer eine gute und berechtigte Frage. Zu der Zeit war einfach beim Q im Stall kein Platz, in Anführungszeichen. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, wir sind ja nicht so ein reiner Einstellerstall, ein Pensionsstall, sondern also wir sind ein Ausbildungsstall. Das heißt, die Pferde stehen bei uns, kommen zur Ausbildung, zum Anreiten, zur Weiterbildung. Manche ein paar Monate, manche auf viele Jahre hin. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und ja, jetzt war es auch für mich so, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich will jetzt nicht mit einem Rentner natürlich auch irgendwo eine normale Box blockieren, wo quasi eigentlich ein Ausbildungspferd zum Beispiel drinstehen könnte. Dennoch haben wir halt immer gesagt, nachdem ich ja auch Ruby im Sommer mit hatte und das sehr gut lief mit ihm da und er sich sehr wohl gefühlt hatte, war ich immer mit Kim in Verbindung und haben wir immer überlegt, okay, wir finden irgendwie eine Lösung, vielleicht haben wir irgendwie eine Idee und wir schauen, dass es irgendwann auf jeden Fall möglich sein wird, dass ich Ruby halt auch zu Q holen kann. Es war dann so Ende September, als ich von Kim eine Sprachnachricht bekommen habe, wo sie gesagt hat, Chrissy, ich habe eine Idee, so und so könnten wir es machen. Und ich glaube, ich habe genau 5 Sekunden überlegt und habe gesagt, alles klar, so machen wir das. Und dann hatte ich eine Box für Ruby. Dann haben wir die entsprechend auch noch ein bisschen vorbereitet. Also ich habe auch gesagt, das hätten die auch alles gemacht, aber ich habe gesagt, wisst ihr was, ich bin ja eh am Stall und sowas, dann kann ich das auch in Ruhe machen. Ich mache die einmal komplett sauber. Und da habe ich auch schon eine Woche vorher quasi euch ein kurzes Video aufgenommen. Da schauen wir jetzt mal kurz rein. So, meine Lieben, in knapp einer Woche ist es soweit. Der Ruby wird umziehen, hier zum Q in den Stall. Und ich zeige euch jetzt mal sein neues Wohndomizil, wo er wohnen wird. Das wird seine Laufbox. Machen wir die gerade mal auf. Also, hier hinten Liegefläche. Hier ist hinten auch in dem Bereich, ist das quasi komplett zu, damit die einfach auch ihre Ruhe haben können. Da in dem Paket sind Boxenmatten, die kommen hier noch rein. Heukiste, vorderer Bereich und hier zu den anderen Pferden ist es relativ offen gehalten, dass er da auch Kontakt haben kann und. Da habt ihr sie also schon mal gesehen, die Box, die Ruby beziehen wird. Ein komplett anderes Aufbau, als er bisher im Prinzip gewohnt war. Ja, und dann haben wir, also ich, mein Mann, meine Eltern, dann nochmal richtig 2 Tage Gas gegeben, haben die komplett grundgereinigt. Dann habe ich mir von Ridcom Boxenmatten bestellt. Das sind die EVA-Matten. Die sind
extrem, ja, stoßdämpfend, eben für Pferde auch mit Arthrose, dass es halt einfach beim Aufstehen und so auch ein bisschen leichter ist. Und was ich sehr praktisch finde, sie nehmen die Körperwärme der Pferde an. Das heißt, wenn die Pferde drauf liegen, werden die Matten weich. Also sie geben ein weiches Liegebett. Und ja, ich hatte das eh schon sehr lange überlegt, Ruby mit Matten auch auszustatten. Und es hat sich jetzt halt einfach extrem angeboten mit dem Umzug, mit der neuen Box da, wo wir auch einfach Zeit hatten, die komplett also zu reinigen, auszuräumen und, und. Dann haben wir noch ein bisschen gestrichen und dann war sie fertig. Und dann konnte eigentlich, ja, Ruby einziehen. Und ich muss sagen, es war definitiv ein sehr emotionaler Tag für mich, weil ich mich im alten Stall natürlich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Ich war dort jetzt auch wieder 4 Jahre. Auch weil ich da ja als Kind auch reiten gelernt habe und bis 2005 auch mit Ruby schon dort war. Also das war damals auch der Umzug in den Stall wieder eigentlich nach Hause kommen für mich. Ich habe einfach meine Kindheit da verbracht. Ich bin da aufgewachsen. Ich kenne jeden Zentimeter in diesem Stall. Und ja, aber es ist ja kein Abschied gewesen, sage ich mal, für immer. Es ist ja bei mir auch um die Ecke. Und ich habe auch gesagt, ich komme auf jeden Fall auch mal regelmäßig vorbei. Und man weiß, man soll ja niemals nie sagen. Ja, und dann kam der Tag der Tage, das war ein Freitag, und wir haben Ruby gepackt und sind umgezogen. Und heute ist der Tag. Heute zieht Ruby um zu Q in Stall. Und damit geht für mich persönlich so ein Herzenswunsch in Erfüllung, denn ich habe beide Pferde dann ab sofort in einem Stall stehen. Hab damit auch einfach wieder mehr Zeit für Ruby, der, ja, ich will nicht sagen, zu kurz gekommen ist. Das ist das falsche Wort, weil meine Familie hat sich wunderbar um ihn gekümmert und meine Reitbeteiligung auch. Und gerade in den letzten Wochen, wo ich eh nicht reiten konnte und nichts machen konnte. Aber ich habe auch den Sommer über gemerkt, also der Q ist halt einfach, das ist ein junges Pferd, der braucht einfach mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit. Und klar war ich viel beim Ruby im Stall und ich habe auch mit ihm einiges gemacht. Aber es ist halt nicht mehr so gewesen wie früher. Und das war mir halt auch Dauer auch einfach klar, dass ich daran was ändern muss. Und ja, heute ist wie gesagt der Tag der Tage. Und ich werde jetzt auch gar nicht weiter lange rum erzählen. Wir fahren jetzt im Stall. Ich habe die letzten, ja, 14 Tage alles schon mal langsam angefangen zu packen. Gestern so den Großteil noch aus dem Stall rausgeräumt, sodass wir heute noch ein paar Sachen einladen müssen und losfahren können. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Da ist der Papa schon am Montieren. Hallo Mäuschen! Sag, was ist da Interessantes los? Was macht denn der Papa da? Denkst du, es gibt was zu essen? Ja, genau. Komm mal her! Ich habe eine Möhre, wenn du möchtest. Hallo! Alles gut, mein Engel? Hast du sie? So, soweit alles leer. Und er hier, der ahnt schon was. Der guckt nämlich schon die ganze Zeit ganz komisch und beobachtet alles genau. Weil jetzt alles hier noch von der Box abgeschraubt. Und denkt sich, was ist hier los zum Teufel, gell? Was ist da los? Die Schimmelstute, die ihr nebendran seht, ist
Rubis neue Freundin und er liebt sie heiß und innig. Die ersten Tage sehr extrem, sodass Uschi auch rossig wurde. Ja, sie wird Uschi genannt. Sie heißt natürlich nicht richtig Uschi, aber das ist einfach ihr Spitzname. Uschi ist ein Jahr älter als Rubi, also die wird jetzt 25. Rubi wird ja 24 dieses Jahr. Genießt einfach auch ihre Rente, denn sie war früher wirklich auch international im Springen unterwegs, ist sogar Nationenpreis für Irland gelaufen, hat sehr, sehr viele Platzierungen, Siege und so in S gesammelt. Also sie hat auch schon einiges, ja, geleistet in ihrem Leben und die zwei genießen seither jetzt jeden Tag ihr Rentnerleben, muss man einfach da so sagen. Und ich hätte es nicht gedacht, dass Ruby sich so schnell, ja, daran gewöhnt, mit einem anderen Pferd. Und die sind halt beide vom Charakter sehr ähnlich in der Hinsicht, dass sie so ein bisschen immer die Nähe suchen, aber nicht jetzt so aufeinander klatschen, wie wir müssen jetzt Fellkraulen machen, wir müssen hier und wir müssen uns zwicken und sowas. Also trotzdem wollen sie beide irgendwie ihre Ruhe haben. Das ist auch ganz lustig, wenn man sie beim Fressen manchmal beobachtet dann auch, dass sie halt sich schon auch angiften und sagen, ey, das ist jetzt aber mein Heuhalm, nee, das ist meiner und sowas. Aber sie sind trotzdem immer irgendwie sehr, sehr liebevoll miteinander. Für mich ist das ein Umzug gewesen, wo ich am Anfang erst so ein bisschen Bedenken hatte, wo ich dachte so, oh, den alten Kerl jetzt nochmal umstellen und jetzt, es ist halt alles doch so ein bisschen neu für ihn. Aber ich muss echt sagen, jeden Tag, wenn ich in den Stall komme und ihn sehe, wie er draußen mit seiner Uschi steht, weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Er ist so aufgeblüht. Also die ersten 2-3 Wochen waren auch wirklich sehr anstrengend mit dem Ruby, weil er hat nur gekrischen. Ich konnte nirgendwo mit ihm hin. Er hat immer nach seiner Uschi geschrien. Der war ein Panzer, dass ich glaube, eine Woche da, habe ich ihn mit Hengstkette und Gerte und alles führen müssen, weil ich ihn sonst nicht mehr halten konnte, weil der so seinen zweiten Frühling bekommen hatte. Das war echt, also wenn man das normal gewohnt ist mit dem Ruby Knotenhalfter drauf und du dabbelst irgendwo durchs Gelände und so, das war erstmal nicht der Fall. Also wir haben echt ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile ist er so angekommen und also jetzt ist er auch wieder der alte Ruby, jetzt kannst du ihn auch so ungefähr ohne Halfter überall stehen lassen und er steht. Es ist für ihn, glaube ich, halt echt auch eine Umstellung. Also das merkt man auch, besonders habe ich das gemerkt, so ein bisschen an dem Thema Beinen und sowas. Weil wir haben, ihr seht das jetzt auch so, habt es auf den Bildern oder auf dem Video auch gesehen, es ist so ein bisschen Hanglage teilweise. Nach hinten hin wird die Wiese aber gerade. Also der Paddock, Winterwiese, wie man das auch immer nennen möchte. Und das ist natürlich für ihn sehr ungewohnt, weil er kennt nur gerade Fläche. Und Hanglage ist natürlich auch so für Beine und sowas, wenn die vorbelastet sind, wie es beim Ruby ja ist, nochmal eine besondere Herausforderung. Besonders dann, wenn man halt verschiedene Bodenverhältnisse hat. Das ist natürlich jetzt je nachdem, wie das Wetter ist, wenn es jetzt extrem geschüttet hat, dann ist es halt schon mal rutschig auch auf dem Hang. Und es ist dann auch mal an Stellen ein bisschen tiefer. Genauso wie wir jetzt die ersten Tage hatten, wo der Boden halt einfach knüppelhart gefroren war. Da hat er sich am Anfang auch sehr, sehr schwer getan, weil er einfach überhaupt nicht wusste, wie er jetzt da drauf laufen soll und so. Aber man merkt ja, von Tag zu Tag gewöhnt er sich da dran. Und er feiert, glaube ich, einfach im Moment sein Leben. Ja, das ist mein Ruby-Update. Es gibt demnächst auf jeden Fall nochmal was. Dann gehe ich auch nochmal gezielter auf das Thema, was machen wir momentan mit Ruby? Wie reiten wir und so weiter ein. Aber jetzt wollte ich euch erstmal von dem Umzug erzählen, der jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist. Und ich einfach, wie gesagt, jeden Tag dankbar bin und glücklich bin zu sehen, wie mein Pferd seine Rente genießt. In diesem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Ciao!